Ausgabe, das ist das Jay. Und das ist Ari. Zusammen sind wir Legion Dark. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. Wie gut lässt sich eigentlich die Geschichte von Harry Potter imitieren? Wie gut lässt sich etwas imitieren, wovon schon eine halbe Milliarde Bücher verkauft wurden? Ich weiß nicht, sollte die Antwort der Macher von The Adventures of Chris Fable lauten. Und ich meine, wir haben das zwar nicht wissenschaftlich geprüft und jeder hat so seine eigene Meinung, aber ich denke, man könnte meinen, dass die vielleicht versuchen, vom Erfolg des erfolgreichsten Zauberers zu profitieren. Houdini? Ja. Houdini Potter. Los geht's. Los geht's. Okay, wagen wir doch erstmal einen Blick auf das Cover dieses Films. Ich meine, come on, das ist 1:1 die Harry Potter Schrift. Ich meine, das kann doch nicht erlaubt sein, oder? Und sowohl die Farbpalette als auch der Junge auf dem Cover erinnern mich sehr stark an eine Mischung aus Harry Potter und der Herr der Ringe. Warum der Film aber so ein Cover hat, kann ich euch beim besten Willen nicht erklären, weil er leider relativ wenig mit Harry Potter zu tun hat. Oder etwa doch? Wahrscheinlich nicht. Was die Sache auf jeden Fall ziemlich dreist macht, ist die Tatsache, dass gleich zu Beginn steht, dass der Film von The Pilgrim Progress inspiriert wurde. Auf der einen Seite ja sogar irgendwie cool, dass sie offen und ehrlich zugeben, woher die Inspiration stammt, aber auf der anderen Seite ist das eine ganz andere Geschichte aus dem 17. Jahrhundert. Also warum lockt ihr uns mit den Harry Potter Vibes, hä? Der Film beginnt mit einer aufregenden Verfolgungsjagd durch einen sehr heruntergekommenen Campingplatz oder Trailerpark. Und was auch immer dieser Junge hier getan hat, der Polizist lässt nicht locker. Der Junge heißt übrigens Chris und rettet sich vor den Polizisten in eine Kirche. Kaum dort angekommen, begibt sich Chris zu den Fenstern und klaut dort erstmal die Kerzenständer. Ehrenmann. Dann wird er aber von dieser Frau erwischt und bevor sie überhaupt reagieren kann, steht der Polizist schon in der Kirche. Findet ihr nicht übrigens auch, dass der Polizist weniger wie ein ernstzunehmender Bediensteter des Sicherheitswesens und mehr wie ein Stripper einer Junggesellenparty aussieht? Nein, es bin nur ich. Okay. Ich meine, dieses Outfit sieht aus, als wäre es mit einem Ruck wegzureißen, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Frau hilft ihm aber hier aus der Patsche und dann sieht Chris das erste Mal in seinem Leben Bücher. Books. Die er dann klaut. Mega laut, direkt hinter ihrem Rücken und sie merkt nichts. Ach ja, und übrigens, nach eigener Aussage ist Chris ein Professional Thief, also ein professioneller Dieb. There ain't no way I'm hanging out with a preacher, I'm a professional thief. Oh yeah, ich habe richtig Bock auf diesen Film. Chris kehrt nun zurück zum Schrottplatz, wo er scheinbar wohnt und alle Kinder für diesen Mann namens Iggy stehlen. Und dieser kann, wie es aussieht, gar nichts mit den Büchern anfangen. Dann geht Chris erstmal schlafen und als er aufwacht, könnte man meinen, dass die PlayStation 1 ihr Comeback feiert. Denn überall laufen plötzlich riesige animierte Riesenroboter rum, die riesig sind und die ausgerechnet den Schrottplatz mit schlecht animierten Feuerbällen beschießen. Ziemlich unrealistisch aussehende Szene, könnte man meinen, aber der Twist, alles war nur ein Traum und theoretisch kann man ja auch schlecht animierte Sachen träumen. Also ich weiß nicht, wer das macht, aber es ginge und von daher ist die Szene doch nicht so schlecht. Am nächsten Morgen bringt Chris dann eines der gestohlenen Bücher zum Tatort zurück und jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum er das macht. Achso, ich habe keine Antwort darauf. Ich warte nur darauf, dass der nächste Schnitt kommt. Dort angekommen, hilft er dann erstmal der Pastorin, die Möbel zu rücken und ich werde die Frage nicht los, warum in der Kirche eigentlich lauter Müll rumliegt und Bänke umgeworfen sind. Bisher gibt es meiner Meinung nach noch keinen ersichtlichen Grund, aber das heißt ja nicht, dass es ihn nicht gibt, dachte sich der Writer dieses Films bestimmt. Mit dieser Handbewegung. Nun soll er sich die Suche nach seinem verschollen geglaubten Vater machen, da dieser nach Aussage der Pastorin irgendwo da draußen ist. Woher weiß sie das? Er macht sich also auf den Weg und zusammen mit einem Girl namens Faith wird er dann von diesem Bad Boy aufgehalten. Es folgt ein grandioser Kampf, bei dem Chris sogar den ersten Treffer landet. Dann kassiert er aber selbst und die beiden wälzen sich im Dreck. Auf einmal taucht Endboss Iggy auf und versucht Chris aufzuhalten. Faith kann Iggy jedoch ablenken und Chris und der kleine Boy können fliehen. Und auf ihrem Weg überkommen sie so einige Abenteuer. Sehr krasse Stunts. Sehr krasse Zeitlupen. Im Großen und Ganzen einfach sehr krasse Aufnahmen. Irgendwann ist dann Chris wieder alleine unterwegs, weil der Junge einfach keinen Bock mehr hatte und dann trifft er plötzlich auf diesen Trippy Boy mit Mini-Gitarre und Mini-Pferd. Historical and fix the gastronomical from Valerian Rue to Wormsby Glue in order categorical. Okay, Bro, was geht hier ab? Nein, 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 nein. Was
geht hier ab. Als er dann weiter steppt, stößt er diesmal auf richtige Bad Girls. So mit Bandana, Cappy rückwärts und Huba-Buba Kaugummiblasen. Ihre Coolness beschützt sie leider auch nicht, denn irgendwas Undefinierbares lässt sie verschwinden und Chris muss auch fast dran glauben. Jedoch schafft er es irgendwie gerettet zu werden und gammelt dann bei dieser Frau zu Hause. Langsam bekomme ich das Gefühl, dass dieser Film nur darin besteht, dass Chris die ganze Zeit läuft und alle 5 Minuten auf merkwürdige Menschen trifft. Oder wie würdet ihr diesen Typen beschreiben, der in einem viel zu großen Vogelkäfig chillt und dabei eine Eidechse oder so grillt? Könnte natürlich auch ein ganz normaler Weg zur Arbeit in Berlin sein. Und der nächste Typ, den er trifft, ist dieser Discounter-Cowboy, der schon die zweite Person ist, die ihm Schmaus macht. Aber nicht nur das. Er bringt ihm auch mega kranke Skills in Sachen Schwertkampf bei. Der bin ich froh, dass ich keinen der beiden nachts begegnen muss. Stell dir mal vor, du bist einfach nur nach Hause und auf einmal fuchtelt dir da irgendwer mit einem Schwert von deiner Nase rum. Obwohl, das könnte auch ein gewöhnlicher Weg von der Arbeit nach Hause in Berlin sein. Es wird aber krasser, denn Chris scheint seine ganz eigene Version von Der Boden ist Lava zu spielen. Denn der Fluss, den er überqueren muss, besteht tatsächlich aus Lava. Erinnert mich ein bisschen an Takeshis Castle. Nur leider hat er nicht mit der Bonusaufgabe gerechnet. Faith hängt an der Klippe und droht in die Lava zu fallen. Und Chris muss jetzt alles geben, um noch die Bonuspunkte zu bekommen. Aber kein Problem. Sie marschieren zusammen weiter und werden dann im Wald von bösen Ästen gezeckt. Das erinnert mich immerhin zum ersten Mal ein kleines bisschen an Harry Potter. Jedenfalls regelt Chris das Ganze easy mit seinen neuen Schwertkampfkünsten. Ja, und so ungefähr geht das dann die ganze Zeit weiter, irgendwelche Dinge passieren, auf die sie klarkommen müssen und Chris kommt ganz easy damit klar. Achso, inklusive schlechter Effekte. Natürlich taucht auch nochmal Iggy auf, der mit ein paar krassen Moves besiegt werden muss. Und was kommt dann? Ein LSD-Trip gefährlich? Dieser hält dann auch realitätsgemäß für Ewigkeiten an. Ganze 10 Minuten des Filmes werden dafür verbraucht. Schreibt für mich wieder ziemlich nach Lückenfüller. Ziemlich große Lücken. Als Chris checkt, dass es sich hierbei wieder mal um eine Falle handelt, rettet er mal wieder den Tag und verschwindet mit den anderen Teenagern, die dort getrappt wurden. Und dann taucht wieder so ein PlayStation 1 Roboter auf, in dem Chris Strip-Sitter sitzt. Dieser attackiert die Kids und Faith stirbt. Und aus dem Nichts wird dieser Film auf einmal wieder dark. Chris muss reinhauen, dann knechtet er den Roboter und springt dann mit seinem neuen Girl Hope, das ging aber schnell, von der Klippe ins Wasser. Eigentlich müsste er ertrinken, aber stattdessen wacht er einfach mal wieder auf. Aber nicht nur er, sondern auch Hope lebt. Aber nicht nur sie, auch Faith lebt und ist mit ihnen wieder zusammen auf dem Boot. Wie das funktioniert? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass hier noch nicht Schluss ist. Denn wer hat eigentlich alle gerettet? Genau, Chris' Vater. Auch wenn wir ihn nie zu Gesicht bekommen. Aber das größte Wunder an der ganzen Sache, Hope ist absolut trocken, obwohl sie zusammen mit Chris ins Wasser gesprungen ist. Halten wir nochmal fest. Der Film besteht im Grunde aus einem sehr, sehr langen Spaziergang, der immer wieder von merkwürdigen Leuten oder sehr kranken Aktionen unterbrochen wird. Die Effekte und Schauspiel sind leider wirklich nicht krass. Achso, und um es klarzustellen, mit Harry Potter hat dieser Film wirklich nichts zu tun. Wir schreiben das Jahr 2020. Jay und Ari haben ein Video über The Legend of Kung Fu Rabbit gemacht. Und du kannst Teil dieser Geschichte sein. Listen to me, I'm not here to serve dishes. I'm looking for someone. Oder ihr schaut unseren neuesten Podcast. Den Clip. Hast du als Kind auch überlegt, ob wenn man deinen Arm abhacken würde und dann so eine Nadel in deinen abgehackten Arm reinsteckt, ob es dann noch wehtut? Ich frage für einen Freund. Das passiert gelegentlich bei diesem Podcast. Ja, auf jeden Fall. Genau diese Sache, die wir gerade gesehen haben. Genau das. Ansonsten würde ich jetzt sagen, how to reason. Peace.